Ja, aber dann sollten wir das Bild doch jetzt einfach erstmal zuhängen. Und dann schauen wir später. Ist eine gute Idee. Ja. Warum hängen wir nicht einfach mal den Spiegel auf? Ihr wisst nicht, was ihr damit provoziert. Oh ja, das wäre vielleicht wirklich nicht. Also ist das keine gute Idee? Nein. Man sollte etwas genau überlegen und wissen, was man tut. Eine experimentelle Herangehensweise in diesem Fall würde ich abraten. In der Tat. Ihr kennt euch damit aus. Dann helft mir doch mal, da so ein paar Decken vorzuhängen. Im Schlafsaal sollen noch welche sein. Ich hole sie. Wir sollten ganz besonders vorsichtig sein. Also, wenn es hier wirklich, wie Abel mir vor, wie viele Stunden war ich weg? Nun, wir scheinen 7 Götterstunden. Götterstunden. Nun, wenn ich wirklich, und Abel mir hat das bestätigt, sich hier um Einfluss und Herrschaftszauber handelt. Wahrscheinlich die Domäne mit einberechnet. Wir sollten sehr vorsichtig sein und unsere geistige Abwehr nicht fallen lassen. Voltax, du weißt doch, im Hinterkopf denke ich immer an die Armbrust. Ja, ich ja auch. Aber die anderen nicht. Die müssen aktiv daran denken. Wir haben das ja mittlerweile so verinnerlicht, dass das bei uns nicht mehr das Problem ist. Sulamin, hast du das noch nicht so weit, dass du immer noch ein bisschen an die Armbrust denkst? Das musst du üben. Das ist wichtig. Nun, wenn ich mich konzentriere, kann ich mich ganz gut schützen. Aber mir ist der Gedanke nicht geheuer, mich einfach von allem abzuschotten. Das ist eher das Gegenteil. Genau, ihr fokussiert euch auf euch selbst. Es ist sehr wichtig, ich finde, es war sehr hilfreich bei meinen, ich nenne es mal dezenten Wutausbrüchen. Ja, ich finde, das haben wir gut in den Griff gekriegt. Ja, also ich bin gar nicht mehr so oft wütend. Das stimmt. Und meine Gewaltakte haben auch eine positive Entwicklung genommen, möchte ich sagen. Ja, man könnte fast sagen, dass euch eine Art heitere Gelassenheit umgibt. Ja. Also ich habe schon lange niemand mehr den Kopf abgetreten, möchte ich sagen. Um mich mal hier selber zu loben. Apropos heitere Gelassenheit. Wäre es jetzt vielleicht Zeit für ein ordentliches Bier? Nach den 7 Stundengläsern bin ich doch etwas durstig. Ich hole euch eins, das habt ihr euch verdient. Oh, danke. Nicht, dass man sich Annehmlichkeiten verdienen müsste. Was habt ihr noch im Verlaufe des Tages vor? Ist natürlich alles etwas vorangeschritten, die Zeit. Ihr hattet gefrühstückt, Rafim hatte den Malmer ausgehöhlt und dann die 7 Stunden, die Boltax vor dem Bild saß. Also viel Zeit habt ihr nicht mehr. Was könnte ja sein, dass ihr heute im Verlaufe noch irgendetwas vorhabt? Zu lange. Vielleicht mit dem Briefeschreiben mal anfangen. Genau. Also so die wichtigsten, die auf jeden Fall geschrieben werden müssen. Also die Meldung des Erfolgs an Eleonora und die Bitte vielleicht an Arkos Schar, ob er Leute für die neue Stadtwache erübrigen kann. Und vielleicht erzählen wir auch gleich der Mondsilber-Sultana von unseren Plänen mit dem Freihafen. Genau, so eine ganze Menge Briefe, die du im Verlaufe schreiben möchtest. Das wird wahrscheinlich nicht alles mehr heute vonstatten gehen. Brief an Leotmann könntest du noch schreiben, an Azila von Avalabad, an Fürchte Praios hattest du die Idee, dann wolltest du an die Frau von Abel mir schreiben. Also das sind viele Briefe, die alle sehr wohl formuliert sein müssen, damit du da nicht Informationen reinpackst, die sensibel sind. Aber du kannst auf alle Fälle damit schon mal beginnen. Aber mir. Ja, also Sekunde noch. Ja? Also ich fange mit den hochstehendsten Persönlichkeiten an, dass da keiner beleidigt sein kann und dass die auch schnell losgeschickt werden können. Ja. Und aus dem Brief an Leatmon würde ich so ein bisschen eine Gemeinschaftsaktion machen, dass wir uns zusammensetzen und uns überlegen, was wir unserem Freund an tollen Heldentaten berichten wollen.
Ja, also so viel Zeit ist ja noch nicht vergangen, nachdem ihr ihn das letzte Mal in Ilso gesehen hattet. Aber auf alle Fälle eine gute Freundschaft, die ihr mit ihm verbindet. Vor allem auch Rafim, der hatte ihn ja auch schon einmal kuriert, nachdem er geschnitten wurde durch die Skalpelle aus Oron. Okay, machen wir weiter mit Abelmir. Hast du noch irgendwas vor? Ja, auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall nochmal die ganzen Papiere sichten. Sie sortieren nach Priorität, nach... Würfel mal Staatskunst. Okay. Das ist genau das, was du kannst. Kannst du natürlich auch so ein bisschen mit Wilbur von Rabenmund gemeinsam machen. Der ist ja auch Diplomat und Staatskünstler. Und euch dann so einen kleinen... so einen kleinen Überblick gewähren, was in Janka eigentlich noch an aktiven Verträgen da ist, was neu gemacht werden muss. Das hattest du ja mit Zulamit schon irgendwie besprochen. Und auch mit Finanzen, welche Einnahmen, Ausgaben etc. Ja, also, alles, was wichtig ist für eine Verwaltung einer Stadt. Ja, perfekt. Die Spezialisierung hast du auch. Super. Noch irgendwas? Wahrscheinlich auch. Da bin ich wahrscheinlich eher mit spät nach beschäftigt. Ich glaube auch. Also, das wird dann auch so eine Aufgabe sein, die wirst du die nächsten, ich sag mal, 5-6 Tage dann machen. Du hast natürlich auch nebenbei noch deine Prothese, die du für Jalan erstmal in deinem Kopf durchgehst. Das kannst du immer so ein bisschen abwechselnd machen und dann auch irgendwann gemeinsam mit Diamantes an die Schmiede treten, wenn das dann irgendwann vollständig ausgereift ist. Voltax, der ist auf alle Fälle sehr erschöpft und kann trinken, speisen, noch irgendwas? Ja, ich würde jedem von denen, die ein Kartenstück haben, gerne nochmal ins Gewissen reden, dass die neuesten Erkenntnisse, dass der Schöpfer des Bildes auch der Schöpfer des Vajrasutras ist, dafür sprechen, dass wir noch umsichtiger mit dem Vajrasutra umgehen und wir es auf keinen Fall leichtfertig und unbedacht irgendeiner Art von Dechiffrierung aussetzen, wenn es nicht absolut nötig ist. Also ihr wollt es gar nicht dechiffrieren. Also ich rede den anderen ins Gewissen, dass das sehr gefährlich ist. Ja, ich glaube, das haben sie auch verstanden. Gerade die Erwähnung von dem schwarzen Borbrat oder wie die Zwerge ihn nennen, der Burbra Domron. Diamantes, möchtest du noch was tun? Ja, nachdem ich von Abelmir ein bisschen angeflaumt wurde, weil ich mit meiner Zigarre auf die ganzen Verträge geascht habe. Oh, der gute Teppich. Gehe ich mich dann waschen, denn ich rieche immer noch nach Öde Malma. Nachdem ich mich da ein bisschen fertig gemacht habe, würde ich Zulamin über den Weg laufen, die dann irgendwo in der Schreibkammer steht, die ihre Briefe schreibt, kurz, ohne stören zu wollen, über die Schulter schauen. Und wenn ich sie dann in so einer kleinen Schreibpause erwische, mich einmal räuspern. Diamantes, ihr habt euch frisch gemacht. Kommt herein. Ich sehe, ihr schreibt Briefe. Ja. Nun, es ist mir etwas peinlich zu fragen. Das Schreiben liegt mir nicht wirklich, aber ich denke, es wäre angebracht, dass ich Rashpatana einen Brief schreibe und von dem, was hier passiert ist, berichte. Ja, natürlich. Braucht ihr Papier? Nicht nur Papier. Außer Logbücher und Protokolle kann ich nicht wirklich schreiben. Und ich weiß nicht, ob mein Stil, Sachen und Ereignisse zu formulieren, angebracht ist für einen solchen Brief. Vielleicht könnt ihr mir einige Sätze vorgeben? Natürlich. Ihr seid mit der aranischen Etikette nicht vertraut. Natürlich, ich kann euch helfen. Das wäre wunderbar. Soll ich schreiben oder möchtet ihr? Ist an meiner Handschrift was auszusetzen? Ich meine, schaut. Diamantes nimmt einen kleinen Kohlestift und schreibt da in Druckbuchstaben. Miserable Handschrift. Nun, sie ist jetzt keine ästhetische Offenbarung, aber es ist sicher authentischer, wenn ihr selbst schreibt. Dann helfe ich euch nur bei den Formulierungen. Nun, ich habe euch ja auch gefragt, ob ihr mir ein bisschen mit Gedichten helfen könnt. Vielleicht können wir da irgendwas mit einbringen. Rashpatana liebt Gedichte. Gut, dann lasst uns sehen, was wir zustande bringen zusammen.
Vielen Dank. Gut, fangen wir an. Ja, dann setzt sich Diamantis, nimmt sich einen kleinen Hocker dazu und ja, dann werden Zulamino und Diamantis so eine Stunde, vielleicht zwei damit verbringen, da was zu schreiben. Du wirst sehr viel Arbeit übernehmen müssen, zumindest das Poetische, eigentlich auch das Schriftliche, denn Diamantis wird da anfangen, etwas auf Rotze, Klotze und ja, solche Reime rauszuhauen. Also Zulamin hört sich das mit schier übermenschlicher Geduld an und versucht dann immer deine Ideen so umzubiegen, dass sie einigermaßen poesietauglich sind. Versucht es dann aber irgendwie so hinzustellen, als wäre es deine Idee gewesen und alles deine Leistung gewesen. Ja, mit den sozialen Fähigkeiten von Zulamin wird das problemlos klappen. Ja, dann formulier mir doch mal die ersten paar Zeilen eines solchen Briefes. Liebste Rashbatana, ja, wie du weißt. Was? Und ja, das wäre wohl die Ansätze, die Diamantis machen würde und die dann Zulamin einmal überarbeiten müsste. Ich bin so spontan, kann ich das nicht. Aber dann meint Zulamin dazu. Das muss doch blumiger werden, Diamantis. Wisst ihr, in Aranien sind Titel sind das eine. Die korrekte Anrede zu kennen ist schön. Aber ihr fahrt immer besser, wenn ihr einfach maßlos übertreibt und möglichst schöne, bildhafte Formulierungen einbringt. Wie der Wind in der Wüste, wie eine Rosenblume im Meer. Was soll das denn alles heißen? Was hat das denn mit dem ganzen Brief zu tun? Eine Rosenblüte im Meer? Kind der Sonne. Nichts, aber wir müssen darauf achten, dass wir nicht zu klischeehaft werden, sondern man muss es schon auch ein wenig individualisieren. Auf ihre Persönlichkeit zuschneiden. Wie ist sie denn so persönlich? Nun, sie ist eine wahre Schönheit, das habt ihr ja schon gesehen. Und ja, sie aber isst ihre unheimlich Werte. Gerne. Das ist wohl in ihr drin, Essen. Das sind das innere Werte? Nicht direkt. Denkt ihr, sie würde sich über einen Vergleich mit einem ihrer Lieblingsgerichte freuen? Ich weiß nicht einmal, was ihre Lieblingsgerichte sind. Sie hatte so viel Essen in ihrem in ihrer Behausung, wo sie unterkam, konnte nichts davon aufzählen. Es gab Elefantenfleisch. Machen wir was mit Elefantenfleisch. Oder kandierte Rosenblätter oder so. Ich denke, das würde sich gut machen als Vergleich. Janka riecht nach Freiheit. Und kandierten Rosenblättern mit Elefantenfleisch. Reimt sich das? Das Freiheit, Elefantenfleisch. Das nehmen wir so auf. Finde ich gut. Sehr gute Idee, Zulamin. Ja, Abelmir streckt nur kurz seinen Kopf in die Tür und murmelt irgendwas von. Oh, du weiße Perle. Wie sehr verzerrt sich mein Herz nach dir. Ich vergehe in äußerer Pein nach euch. Wo seid ihr, mein liebster Stern? So müsst ihr schreiben. Sehr gut, Abelmir. Sehr gut. Abelmir kennt sich aus, er weiß, wie man das macht. Und Sehnsucht zu erwähnen ist nie verkehrt. Selbst wenn es noch nicht lange her ist, dass ihr euch gesehen habt. Zulamin, ihr müsst das hier unterschreiben. Derweil bei Raffi. Ja, also, ich würde ehrlich gesagt, ich habe heute nichts mehr viel vor. Ich würde nur noch mal durch die Stadt patrouillieren und schauen, ob jetzt endgültig hier mal Ruhe eingekehrt ist oder ob immer noch links rechts die Fischmenschen rumlaufen. Nee, rumlaufen sowieso nicht mehr. Wenn, dann verkriechen sie sich in den Häusern am Hafen. Aber das habt ihr vor allem dann auch in den letzten paar Stunden wohl in den Griff bekommen. Auch da, wenn du neben Boltak saßt, um auf ihn aufzupassen, aber deine Truppen sind ja nicht... ja, also die haben natürlich auch sowas wie eine kleine Pause gemacht, aber Thioma Dreischberger weiß sie anzutreiben. Und so habt ihr vor allem dann die Mutanten nach und nach aus den Häusern herausgezerrt. Und ja. Habe ich denn jetzt einen Eindruck, dass hier noch andere Menschen sind?
Ja, natürlich. Also die Stadt selber hat sehr gelitten. Sie ist unglaublich entvölkert. Immer noch irgendwelche freilaufenden Hunde auf wahrscheinlich drei Beinen. Irgendwelche Katzen, denen das Fell ausgerissen worden ist. Aber es gibt hier auch noch so etwas wie normale Menschen, die allerdings auch noch sehr verschüchtert sind und sich, es wird lange, lange Zeit dauern, bis sie sich von dieser Pein erholen. Nicht nur mussten sie die 8 Jahre unter dem Jona leiden, sondern dann eben noch nach dem 35-Tage-Krieg, während der Rest von Oren befreit war, da mussten sie ja noch 2 Jahre weiter leiden. Und das wird unglaubliche Spuren auf ihrer Seele hinterlassen haben, aber man kann dann auch wieder mit denen regieren. Okay, wunderbar. Dann würde ich auf dem Rückweg noch einmal im Raya-Tempel anhalten und mich waschen. Und möchte mich da einmal umschauen. Hat das schon irgendwelche Fortschritte gemacht? Ja, im Verlauf kannst du sehen, dass da wohl eine Schmiede vom Bazar abgebaut worden ist und Lahalkash dann auf den Befehl bzw. die Bitte hin die ersten Arbeiten aus Metall und Stahl anfertigt. Natürlich auch noch einige Sachen aus Sägt und sowas. Also das wird jetzt grob handwerklich. Das ist jetzt nichts Feines, was normalerweise Raya dann beglücken würde. Aber der Tempel nimmt auf alle Fälle. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn im Tempel nicht gebrauchen kann. Also ich wollte, denke ja, ich, mal das sind so Ausbesserungen am Dach, sind das dann eher, ne? Okay, gut. Ja, also das ist jetzt nichts, was irgendwie den Tempelbetrieb dann gefährdet, sondern eben nur weiter ermöglicht. Also hier reingeregnet, das tut jetzt dem Tempel nicht weh, das ist halt trotzdem ein geheiligter Boden, auch wenn es da reinregnet, aber wenn er jetzt das Dach halt repariert, tut er nicht weh. Okay. Wunderbar, dann möchte ich versuchen, im Tempel irgendwas zu schnitzen, was man da an die Wand hängen kann. Ja, Holzbearbeitung, was möchtest du denn draus machen, an deiner Pferdestatue? Ja, ich mache erstmal und da habe ich mir den Finger geschnitten, komm hier, wofür haben wir den Chip? Das ist für wichtige Sachen. Ja, 20 neu, das war die Klugheit. Ja. Also du hast erstmal angefangen loszuschnitzen, ohne zu wissen, was du überhaupt machen möchtest. Plötzlich ist das Holzstück viel zu klein. Du nimmst dir ein neues Holzstück und fängst nochmal neu an. Und dieses Mal weißt du auch, worauf du hin willst. Ja, ganze 6 Punkte für eine Pferdestatue, die grob nach Pferd aussieht. Ja. Dann kannst du auch du den restlichen Abend damit verbringen, wenn du magst. Wunderbar. Mittlerweile schreiben wir den 5. Rondra, 1031 nach Bosparans Fall, und ihr habt euch weiterhin akklimatisiert, über dem Bild gebrütet und eure Kamalen und Astralen, ja, Foki weiter aufgeladen. Was wollt ihr tun? Wir fangen an mit Rafim. Hast du noch etwas in den nächsten paar Tagen zu tun, während die anderen hier weilen? Ja. Rafim würde einmal weiter am Malma arbeiten und den Tempel schon mal so weit einrichten, wie er kann. Also schon mal einige erbeutete Waffen in die Panzerung schlagen, wie es sich gehört. Und das restliche Geld dann beim, wem auch immer Zulamin ernennt, hinterlegen für die zukünftige Geweihte, die da den Posten bezieht. Mhm. Und wenn dann Zeit über ist, würde Rafim immer abends in den Raya-Tempel kommen und da schnitzen und jeden Tag ein neues Pferd schnitzen und das einfach da auf den Rand von der Wand stellen. Du hast also eine neue Profession gewählt und möchtest unter die Holzfäller und Schnitzer gehen. Ja, ich bin einfach künstlerisch. Ja, Künstler Rafim auf den Spuren von Eldan Gorbas. Diamantes, was magst du tun? Ja, Diamantes widmet sich in der Zeit seinen Ingerim gefälligen Fertigkeiten und baut sich eine kleine Balestrina, die er sich in den Holster machen möchte. So zumindest der Plan, da wird er mindestens 7 Tage, 7,5 Tage, um genau zu sein, dran verbringen. Und sich dann ein wenig abschotten, von den anderen immer wieder gesehen werden können. Er ist in diesem kleinen Handarbeitsraum, den wir in der Villa haben. Und sobald Abelmir sich dann größtenteils um die Staatskunst gekümmert hat, wird er ihm da auch nochmal helfen, die Prothese für Yalan anzufertigen. Die Proben dazu hatten wir gewürfelt und stehen dann auch im Forum. War das 30 Punkte angesammelt, korrekt? 30 musste, ich habe etwas über 30. Ich habe es innerhalb von 3 Proben geschafft und brauche somit 30 Zeiteinheiten. Okay. Das kannst du über die nächsten Tage tun.
Zeiteinheiten gibt es da genug. Denn keine weiteren Aufgaben, die dich aktuell quälen. Boltax. Ich würde es mir gut gehen lassen. Ich würde mir Brötchen von unserem Diplomaten bringen lassen. Ich würde mir gutes Essen und gute Unterhaltung zuführen. Also irgendwelche interessanten Bücher lesen, die überhaupt nichts mit irgendwelchen Sachen zu tun haben, die wir in der nächsten Zeit auf uns laden müssen. Also die Seele so ein bisschen baumeln lassen, irgendwelche Abenteuergeschichten lesen und wirklich gut essen, sodass mein Bäuchlein zu einem stattlichen Ranzen heranwächst. Ausgezeichnet. Das Problem, was dich im Besonderen quält, ist die Nacht, nachdem du das Bild analysiert hattest über die 7 Stunden, ist wieder ein Albtraumgewitter über dich hineingebrochen. Du hast es ja schon gespürt und die Menschen reden immer wieder von Träumen. Du bist ganz froh als Zwerg, dass du dadurch nicht in diese Versuchung geführt wirst, aber jetzt ein weiteres Mal immer wieder das Gleiche, ob man es Träume nennt oder Visionen. Du kannst überall um dich herum nackte Körper sehen, die sich vor Lust hingeben. Du jedoch bist derjenige, der die Lust der sich regelnden Menschen aufnimmt. Du spürst ihre Erregung, du spürst diese Lust, das Verlangen. Deine Haut kribbelt, du bist so ein bisschen erregt, das es schmerzt fast. Und du spürst die Blicke der anderen, die auf dir ruhen. Du spürst, wie sie sich die Haut zerkratzen, um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Die Aufmerksamkeit gilt nur dir. Oder sie gilt nur ihr. Ihre milchig-weiße Haut mit lippenrot gefärbtem Mund, schwarz geschminkte Augen und der lüsterne Blick, der dich in den Bann zieht, ihr Geruch gleich der einer Rose und ihre Bewegungen sind anmutig wie die einer Charizard. Dies muss die Göttin der Liebe sein. Die übrigen Teilnehmer, die sich mittlerweile in ihrem eigenen Blut lieben, interessieren dich nicht mehr. Auf den Armen der Göttin siehst du Zeichen, Symbole und Tätowierungen. Sie weisen dir den weiteren Weg. Und so schreitest du über die Körper der Lüsternen hinweg auf die Herren der Liebe und der Glückseligkeit zu. Immer wieder das Gleiche. Die Visionen werden zwar undeutlicher und nicht mehr so intensiv, aber die ersten paar Tage war es besonders schlimm. Gut, dann würde ich da gerne noch mit Sulamin drüber sprechen. Sulamin. Voltax, ihr seht so aus, als hättet ihr gar nicht gut geschlafen. Ja, das liegt daran, dass ich geträumt habe. Das ist das Problem. Ihr habt geträumt? Ja, das passiert nicht häufig und immer wenn es passiert, ist es unangenehm. Nun, was ich gesehen habe in meinem Traum, wird deshalb wohl kein normaler Traum sein, wie ihr normalerweise träumt. Davon ist auszugehen. Es hat angefangen, nachdem ich dieses Bild analysiert habe, intensiv damit befasst habe und ich dachte, ich spreche mit euch, denn es ist offensichtlich euer Metier, um das es geht. Ich habe Körper gesehen, die sich umeinander gerieben haben und eine milchig-weiße Person mit roten Lippen und Tätowierungen an den Armen und diese Ekstase, sie war fast greifbar und lag in der Luft und es war auf eine befremdliche Art und Weise quälend. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Sulamin legt den Kopf schief. Es klingt jetzt nicht so schrecklich. Also, das klingt für mich wie die Beschreibung einer Orgie. Ja, ja. Was war denn das Verstörende daran? Ist es nur, weil ihr es nicht gewöhnt seid, oder? Nein, es ist doch vollkommen egal, ob ich Orgien gewöhnt bin oder nicht, wenn es ein Traum ist und ich als Zwerg normalerweise nicht träume. Dann ist das besorgniserregend. Versteht ihr? Ja, das ist es. Und im Kontext des Bildes ist es das erst recht. In der Tat. Und da Abemir ja selbst die Komponenten von Einfluss und Herrschaft gesehen hat, ist es möglich, dass es damit zusammenhängt. Und ihr seid ein denkbar unwahrscheinliches Ziel. Einerseits seid ihr ein Zwerg. Es wundert mich, dass es euch überhaupt erreicht. Ja, es hat mich auch deshalb überrascht. Ich meine,
Man muss schon sehr fähig sein, um auf meinen Geist Einfluss zu nehmen. Hm. Sehr fähig. Hm. Ihr seht ganz verschwitzt aus. Wollt ihr euch vielleicht richtig anziehen und wir gehen hinüber zum Tempel und ihr nehmt ein Bad dort? Vielleicht werdet ihr euch dann besser fühlen. Ja, ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Nehme mir jetzt erstmal noch eins von diesen Brötchen und mache ich mich gleich auf in den Tempel. Ja, und dann geht's für mich in den Tempel und ich würde dort dann halt reinigen und versuchen, dass es mir halbwegs gut geht. Ja, Zulamin kommt auch mit. Da lässt sie dich jetzt nicht alleine. Und sie hat auch dafür gesorgt, dass mittlerweile wieder dieses Becken da im Eingangsbereich aufgefüllt wurde und da duftende Essenzen reinkommen. Und setzt sich dann derweil auf den Beckenrand. Plätschert so ein bisschen nackten Füßen im Wasser und versucht dich aufzumuntern, indem sie dich darauf hinweist, wie schön noch die Stadt geworden ist. Oh, danke. Ihr habt das mit dem Pferdekopf nicht traumhaft hinbekommen. Ja, also es ist jetzt nicht meine Glanzleistung. Hätte ich ein bisschen mehr Zeit, ich meine so 5 oder 6 Monate, dann würde das sicherlich auch besser aussehen. Aber ja, für die gebotene Eile war das halt leider nicht besser möglich. Aber vielen Dank. Ja, und ich fühle mich so viel besser, seit ich nicht mehr diese blanke, ungeformte Steinfläche sehen muss. Genau wie bei diesem grässlichen Bild. Ja, das war wirklich etwas merkwürdig, diese gesichtslose, diese fehlende Physiognomie. Oh.